Willkommen bei Wawau Pfeffermühlen. Das ist mal eine schöne Jause. Brötchen vom Duran. Und da es so viele Pfeffersorten gibt bei mir im Sortiment, haben wir gedacht, ich ordne jetzt jeden Pfeffer einem Brötchen zu. So, fangen wir an. Bei dem schwarzen Pfeffer, da habe ich drei Sorten. Den Telecherry, den Urwaldpfeffer und den Malabar-Pfeffer. Der Telecherry ist der ganz normale schwarze Pfeffer, indische Pfeffer, ein Bio-Pfeffer. Übrigens wie alle anderen Gewürzsorten, der ist relativ scharf und der passt gut zum Erbsenbrötchen. Den würze ich mit dem Leuchtturm. Als Alternative zum Telecherry gibt es den Urwaldpfeffer. Der wird im Süden Indiens, in Kerala, angebaut. Und zwar nennt sich der Urwaldpfeffer. Das ist eine Bauerngenossenschaft, die alte Pfeffersorten züchtet oder anbaut. Und dadurch ist es ein geblendeter Pfeffer und keine Monokultur. Und im Vergleich zum Telecherry schmeckt der Urwaldpfeffer ein bisschen vanilliger. Passt gut auf das Spargelbrötchen, weil er ein bisschen vanilligeren Geschmack hat als der Telecherry. Telecherry ist eher ein bisschen zitroniger. Wenn man einen schwarzen Pfeffer haben möchte, der nicht so scharf ist, nimmt man am besten den Malabar-Pfeffer, der sehr gut aufs Schafskätzchenbrötchen passt. Der Malabar-Pfeffer ist insgesamt ein bisschen milder, denn die Beere bleibt länger am Strauch hängen und verliert dadurch Schärfe und wird ein bisschen milder. Dafür schon fast überreif ist der Geschmack relativ mollig und mild, ein sehr üppiger schwarzer Pfeffer. Dann haben wir noch den grünen Pfeffer, von wegen milder Pfeffer. Der Malabar ist ja relativ mild, aber doch immer noch schwarz. Der grüne Pfeffer ist grün, weil er unreif geerntet wird und dadurch sehr mild ist und noch keine Schärfe entwickelt hat, aber ganz klassisch schon ein Pfefferaroma entwickelt hat. Und der passt gut aufs Käsebrötchen, weil er mild ist und dadurch der Käse vielleicht auch seinen Geschmack sehr gut zur Geltung bringen kann und nicht übertönt wird durch die Schärfe. Tja, daneben steht der bunte Pfeffer. Das ist die Pfeffermischung. Und zwar ist da drinnen der weiße Pfeffer, der grüne Pfeffer und der schwarze Pfeffer und die roten Beeren, die oft als roter Pfeffer verkauft werden. Allerdings gehören die nicht zur Pfeffergruppe, sondern diese Beeren wachsen am Chinusstrauch, heißen dadurch Chinusbeeren. Insgesamt geben die Chinusbeeren dem Pfeffer einen leicht süßlichen Geschmack, passt deswegen meiner Meinung nach gut aufs Eiaufstrichbrötchen. Den weißen Pfeffer haben wir noch nicht erwähnt. Der weiße Pfeffer, der kommt aus Sri Lanka, ist auch ein Kleinbauernprojekt und ist am Anfang relativ mild und die Schärfe kommt dann im Nachhinein. Und deswegen ist er zu empfehlen für Fleischgerichte, zum Beispiel ein Rostbeefbrötchen. Der weiße Pfeffer, der wird eingelegt in Wasser, bleibt dann 10 Tage drinnen liegen, fermentiert und beginnt sich zu schälen. Und dadurch ist er eigentlich weiß, weil die Schale fehlt. Ein weißer Pfeffer, der mild ist und doch dann scharf und den ganz eigenen Geschmack hat von dieser Fermentierung. So, daneben habe ich in der gelben Mühle den Zitronenpfeffer. Der Zitronenpfeffer ist eine Mischung aus getrockneten Zitronenschalen und schwarzen Telecherry. Und die Mühle mahlt auch die Zitronenschale mit und das passt gut aufs Lachsbrötchen. Zitronig, leicht fruchtig, säuerlich und die Schärfe vom schwarzen Pfeffer. Es bleibt die Chili-Mühle, scharf, gefüllt mit getrockneten Bio-Chili, Bird-Eye. Das sind so kleine Peperoncini, in meinem Fall aus Afrika. Es ist ein Bio-Chili, der eine ganz trockene Schärfe hat und im Vergleich zum Habanero-Chili zum Beispiel nicht so fruchtig ist, nicht so dominant, sondern eine trockene, dezentere Schärfe hat, aber scharf ist. Und wo soll der Chili drauf? Als aufs Pfefferoni-Brot, um es ein bisschen noch schärfer zu machen.
Ha, für die Leute, die es scharf haben wollen. Aus der Wawau Chili-Mühle natürlich. So, ich wünsche guten Appetit. Jetzt greife ich zu. Ich glaube, ich werde das Scharfe nehmen. Mit Bio-Chili. Her damit. Mmh. Mahlzeit.